Es ist der 18. April 2021 und allerhöchste Zeit für ein weiteres Wort zum Sonntag. Für viele von euch wird es bereits das Wort zum Montag sein, denn ich bin schon seit 11 Uhr mit diesem Video beschäftigt, habe es eben auf Facebook reingepostet. Es ist jetzt spät am Abend, ich sitze immer noch da, aber es sind in der Zwischenzeit einige Nachrichten reingekommen, SMS, WhatsApp, ein paar E-Mails, einige Telefonate geführt und all die Infos und Updates, die ich jetzt gesammelt habe, möchte ich in den nächsten 10 Minuten einfließen lassen, um mich umfassend darüber zu informieren. Ich hoffe, das gelingt mir soweit. Denn es gibt Good News, um nicht gar zu sagen Very Good News. Zum ersten Mal seit langer Zeit erscheint es so, als könnten wir die Corona-Situation in Österreich langsam in den Griff bekommen. Dafür sprechen zumindest einige Kennzahlen. Die der Neuinfektionen, die der Gesamtinfizierten, die der belegten Betten, die der belegten Intensivbetten und auch die Inzidenzzahlen in den meisten der neuen Bundesländer gehen langsam nach unten. Gleichzeitig hebt das unsere Stimmung. Dazu kommt, dass wir 1 Million Impfdosen von der EU, die an und für sich geplant waren für das 4. Quartal dieses Jahres, uns jetzt schon im 2. Quartal zur Verfügung stehen werden. Das lässt uns natürlich positiv in die Zukunft blicken. Werfen wir so einen Blick in die Zukunft auf Länder, die schon ein bisschen intensiver mit dem Impfen beschäftigt sind. In den USA findet derzeit die Baseball-Saison statt und das mit Zuschauern in den Stadien. Heute gab es einen Artikel in der FAZ über die Öffnungsschritte in New York City. In Big Apple kehrt das öffentliche Leben zurück. Ähnliche Bilder sehen wir aus Großbritannien. Die Pubs haben wieder geöffnet, die Leute gehen raus, das normale Leben kehrt zurück und das nährt die Hoffnung, dass es auch bei uns in Bälde soweit sein kann. Was wir natürlich nicht haben, und das muss man schon dazu sagen, jeder zweite Brite, jede zweite Britin hat bereits mindestens eine Impfdosis im Oberarm. Wir sind da bei 22 und ein paar zerquetschte Prozent, aber durch diese zusätzlichen Impfdosen könnte das als Turbo so weit wirken, dass wir dann auch in ein paar Wochen dort sind, wo die Amerikaner und wo die Briten jetzt sind und dann natürlich die Öffnungsschritte, die die Regierung ja schon zwischen den Zeilen wie auch on topic ankündigt für Mai, tatsächlich auch Platz greifen. Wir sind ja öfters enttäuscht worden durch Ankündigungen, die dann keine Datenfolgen haben lassen. Jetzt haben wir wirklich die Hoffnung, dass wir im Mai wieder langsam daran denken können, unser altes Leben zurückzukehren. Und das hat natürlich auch wesentliche Auswirkungen auf den Sport in Österreich, denn wenn die Schanigärten öffnen, das hat ja auch der Vizepräsident der Sport Austria, der Michael Eschelberg, gesagt, dann gibt es keinen Grund zu sagen, warum auch nicht zumindest prozentual anteilsmäßig quasi in den Stadien und in den Sportplätzen nicht auch Zuschauer dabei sein können. Und das wäre ganz wichtig für die Austrian Football League, die ja bereits im Gange ist, wie auch die Division One, also die zweite Liga, die auch spielt, dass sie auch mit Zuschauern spielen können. Und darauf freuen wir uns alle, darauf wird hingearbeitet. Man hat gerechnet mit Juni und hat gesagt, ja, spätestens zur Austrian Bowl hätte man dann doch gerne teilweise Zuschauer dabei. Es könnte jetzt wirklich passieren und ich weiß, bleibt da im Konjunktiv, weil muss man sehr vorsichtig sein in Zeiten wie diesen mit Versprechungen. Ich glaube, wir könnten im Mai schon die ersten Zuschauer beim Football begrüßen können und das wäre natürlich ein Riesenschritt für uns alle. Und die gute Nachricht dazu, und wir kommen zur Austrian Football League, ist die, dass die Prag Black Panthers, die ja noch in einer schwierigeren Situation stecken als die Österreicher, weil in Tschechien waren die Zahlen noch schlechter, seit einiger Zeit jetzt trainieren dürfen. Und die haben für mich und glaube für alle recht überraschend angekündigt, sie möchten am kommenden Wochenende, also in einer Woche, Sonntag, in Stadlau bei den Danube Dragons antreten. Ich hoffe, drück die Daumen, dass es auch funktioniert, dass sie auch wieder einreisen können dann nach Tschechien. Sonst bleiben sie halt da, ne, und machen das in Österreich nach Spaß beiseite. Ich hoffe, dass es funktioniert für sie und ich hoffe, dass die Prag Black Panthers das 6. Team sind in der Austrian Football League Saison 2021 und wir eine volle Saison dann bekommen, denn momentan spricht alles dafür, dass wir die bekommen. Die schlechte Nachricht, die ja gar keine ist, ist nämlich die, dieses Wochenende haben keine Footballspiele stattgefunden, aber das war auch so geplant. Denn der AFB hat in weiser Voraussicht gesagt, eine Woche Spiel, eine Woche Pause, nächste Woche wieder Spiel. Denn sollte es Corona-Fälle geben, hat man dann quasi dann 13 Tage Zeit bis zum nächsten Spiel, um auch Quarantänezeit zu überbrücken. Und das ist sehr gescheit. Kommen wir zum Spielplan der Austrian Football League am kommenden Wochenende. Es ist die AFL Woche 3 und sie beginnt am Samstag in Mödling. Die Rangers Mödling werden dort auf die Projektspielberg Graz Giants treffen. 15 Uhr ist Kickoff, 14.50 Uhr bereits überträgt ORF Sport Plus live. Das Spiel also im TV zu sehen. Eine Stunde später ist dann Kickoff in Simmering zwischen den Dacia Vikings und ihren Erzrivalen, den Swaco Raiders Tirol. Das Spiel wird es im Livestream zu sehen geben. Alle Infos zu Livestreams, wie gewohnt, gibt's auf Football Austria.
Austria im Internet zu sehen. Und am Sonntag dann, soweit die Einreisebestimmungen das gewährleisten und so der Corona-Gott will, werden die Sun Yung Danube Dragons ihr zweites Heimspiel gegen die Prag Black Panthers bestreiten. Freuen uns sehr drauf, hoffe, es findet alles statt und wir hoffen wirklich, also ich hoffe das und ich glaube, ihr hofft es auch, eine Woche später, dann 8. 9. Mai, können wir schon den ein oder anderen Zuschauer dann in den Stadion. Viel mehr Action ist am kommenden Wochenende dann in der Division One und da brauche ich echt meine Brillen, weil es sind gleich insgesamt 6 Spiele, die stattfinden werden in der zweiten Spielwoche der AFL Division One und wir starten tief im Westen in Hohenems bei den Cineplex Blue Devils, die ja in der ersten Runde einen großartigen Sieg gefeiert haben gegen die SWACO Raiders 2 mit 40-7. Die treffen da auf ein ebenfalls siegreiches Team, die Amstetten Thunder, die haben in ihrer ersten Spielwoche bei den Devils Patriots 39-6 gewonnen. Gab es einen Livestream aus Hohenems? Benny Fussenegger hat das gemacht. War nicht ganz ESPN, mir zwar trotzdem taugt. Das war sehr charismatisch. Bitte, bitte mehr davon. Zeig's uns das Spiel wieder im Livestream. Würde mich total freuen. Ganz sicher ein Livestream gibt's dann um 15 Uhr, Samstag 15 Uhr, Salzburg Football Team, also die fusionierten Salzburg Ducks mit den Salzburg Bulls gegen die Devils Patriots. Das Salzburg Football Team ist ja mit einem Kantersieg 53-6 in Annabichl in Klagenfurt gegen die Corinthian Lions in dieser Saison gestartet. Das Spiel werde ich zu meiner Freude und hoffentlich zu eurer kommentieren dürfen. Taugt mir sehr wieder, was für die Division One Teams zu machen. War ja vor 2 Jahren, war das, da war ich 2-mal Platzsprecher bei den Ducks. Das war so geil, sage ich euch, in diesem schönen Stadion da draußen. Und das immer wieder im Max-Eicher-Stadion der SV Austria Salzburg. Es geht am Samstag dann weiter mit Steel Sharks Traun, also Atrium Steel Sharks Traun, muss jetzt immer alle Sponsoren dazu sagen, Atrium, Steel Sharks Traun gegen die Vienna Knights. Die Vienna Knights haben knapp gewonnen gegen die St. Pölten Veders, war vielleicht noch nicht ganz der Gradmesser, eher schon die Steel Sharks Traun, die sahen schon wieder sichere Sieger gegen die Vikings 2 aus, haben dann einen 20 Punkte Vorsprung im letzten Viertel gegen die jungen Vikings verspielt und werden jetzt im Heimspielauftakt danach trachten, den ersten Sieg einzufahren. 17 Uhr ist Kickoff. Das Ganze wird es ebenfalls im Livestream zu sehen geben. Am Sonntag dann die Dacia Vikings 2, die wie gesagt knapp gegen die Steel Sharks gewonnen haben, gegen die GBG Graz Styrian Bears. Für die Bears ist es der Saisonauftakt. Da ist alles noch offen. Wir wissen nicht, wo die Bears stehen. Das könnte durchaus eine interessante Sache werden mit den Neuzugängen, die sie haben. Und die SWACO Raiders 2 treten zu Hause gegen die Corinthian Lions an. Das Spiel für mich weit offen. Die Corinthian Lions im ersten Spiel ganz sicher enttäuscht. Ebenso die Raiders 2 jetzt nicht ganz vorn zu verorten. Mal schauen, wie sich die beiden Teams gegeneinander tun. Freut mich sehr, 6 tolle Matchups zu haben, wo ich glaube, einige davon werden sicherlich knapp werden. Freue mich da vor allem darauf, dass ich in Salzburg das Spiel der fusionierten Bulls mit den Ducks kommentieren darf. Mag diese beiden Teams ja bekanntlich sehr. Mag auch den Gegner Devils Patriots sehr. Wünsche euch alles Gute, Jungs, weil ich weiß, ihr wollt auch unbedingt in die AFL und ich weiß, wie schwer dieser Weg ist. Und es ist sicher eine Enttäuschung gewesen im ersten Spiel. Vielleicht schafft es eine Überraschung. Nicht, dass ich mir das jetzt wünsche, weil ich meine, die Salzburg Football Team werden mich nicht engagieren, dass ich zu euch hilf, aber Überraschungen sind immer leibend im Sport, oder? Die mögen wir schon. Das soweit die Spiele am kommenden Wochenende. Es sind, wenn alles passt, 9 an der Zahl in Summe und das wäre dann die österreichische Football-Liga, die so groß ist wie keine andere momentan in Europa, denn in Italien wird jetzt gespielt, in der ersten Liga, in Spanien geht die erste Liga langsam zu Ende, in Deutschland hofft man, dass man im Juni starten kann. Auch die European League of Football hofft, dass sie starten können, aber wir sind, was Football betrifft, in Österreich wirklich gesegnet mit dem Amateursport, weil wir gelten als Spitzensport in der AFL und der Division One. Und wenn alles hinhaut und Corona uns jetzt langsam verlässt, dann wird die Division 2, die Division 3 und die Division 4 im Sommer auch stattfinden und wir werden alle Spiele aller Teams zumindest einmal zu sehen bekommen, wenn nicht gar komplett durchgebracht haben. Das ist, glaube ich, das Ziel, das wir uns alle vornehmen könnten. Und das wäre soweit von Österreich. Und jetzt kommen wir noch kurz am Ende zu den USA. Da gab es auch einige interessante News. Zum einen, Julian Edelman ist zurückgetreten, verletzungsbedingt. Er hat den Physical Test bei den Patriots offenbar nicht passieren können, positiv, und ist damit weg vom Fenster, hat sein Karriereende verkündet in einem sehr schönen Video. Ganz traue ich dem Frieden nicht, denn da gibt's einen Mann im Süden, in einer ehemaligen Patriot, der einen zweiten Mann aus New England dort hat, Tom Brady und Rob Gronkowski ist die Rede. Und sollte der Herr Edelman, und da gibt's schon etliche Gerüchte dazu,
sich in 2-3 Monaten doch wieder fitter fühlen als jetzt momentan. Wer weiß, ob der nicht in Tampa Bay aufschlägt. Wäre eine lustige Sache. Generell, Tampa, so wie sie jetzt drauf sind, Super Bowl Champion, bisschen Parkplatz-Football, bisschen Experience, gutes Coaching, gutes Team beieinander. Ich habe Tom Brady noch nie so sehr mögen wie jetzt in seiner Spätphase, falls sie das überhaupt schon ist. Vielleicht sind wir mitten in seiner Karriere, wer weiß das schon. Auch in den USA ist etwas passiert, was sehr interessant ist, nämlich 16 der 32 Teams haben sich vom freiwilligen Vorprogramm abgemeldet. Also es gibt jetzt freiwillig gehaltene Trainingseinheiten und da haben etliche Teams abgesagt. Das Ganze gilt als konzertierte Aktion der Spielergewerkschaft, die ja ein bisschen über den Tisch gezogen worden ist beim letzten Vertrag und die versucht jetzt offensichtlich aus der Situation vielleicht ein paar Dollar noch rauszuschlagen. Offiziell ist die Begründung, die Corona-Situation ist noch nicht ganz klar und man will jetzt nicht freiwillig trainieren, weil man könnte sich ja anstecken. Inoffiziell, glaube ich, da steckt was ganz was anderes dahinter. Ja, die interessanteste Sache, die für mich passiert ist allerdings, und das glaubt man gar nicht, dass es in den USA passiert ist, ich lese es jetzt einmal kurz vor. Es ist nämlich eine Meldung gewesen eines NFL-Teams und da steht drinnen, dass manche Leute glauben, das ist unfair, wenn man ihnen sagt, dass sie ohne Impfung nicht ins Stadion kommen, aber es gibt kein gottgegebenes Recht, einem Footballspiel beizuwohnen. Weder religiöse noch medizinische Gründe werden geltend gemacht, wenn es darum geht, Eintritt zu bekommen. Wer nicht geimpft ist, wird bei uns keinen Platz im Stadion finden. Das hat nicht irgendein Gesundheitsminister aus Österreich gesagt, das hat auch niemand aus einer deutschen Regierung gesagt. Das sagten die Buffalo Bills, die man nicht gerade als Freunde der Demokraten bezeichnen könnte, sondern ja eher dann doch den Republikanern nahestehen, zumindest der UNA und auch dem Herrn Donald Trump nicht besonders feind waren. Wenn der sagt, Leute, ihr müsst euch impfen, damit ihr bei der NFL dabei sein könnt, dann könnte es bei einigen doch klingeln, dass Impfen vielleicht dann doch eine gute Sache sein könnte. Das war auf jeden Fall der 10. Sonntag von 30 ohne NFL, das heißt 10 down. 20 to go. Jetzt hätte ich es fast vergessen, aber ich muss jetzt noch am Anschluss sagen, mein Online-Chef, der Lukas, der hat gesagt, ich soll euch sagen, am Ende des Videos immer, ihr sollt das abonnieren. Es ist entweder da oder da das Glöckerl, da sollt ihr drauf, da sie draufdrücken, abonnieren. Denn wir haben jetzt schon fast 800 Abonnenten und wenn wir dann 1000 Abonnenten haben, dann werden wir reich. Liebe Kinder dieser Welt, gebt mir euer Taschengeld. Klingel, klingel, abonnieren, abonnieren. Danke.